Ein Monat ist schon wieder rum und es ist Zeit für meinen Disney Haul. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Disney Haul hier auf meinem Kanal Moni Maus. Es ist Zeit für den November Haul. Ich habe mich schon passend weihnachtlich angezogen. Heute ist ja der zweite Advent. Erstmal, ja, schönen zweiten Advent euch, obwohl er ja schon fast wieder rum ist, wenn das Video online geht. Ja, entschuldigt bitte, dass meine Brille so sehr spiegelt in der Softbox im Hintergrund. Aber wir haben schon fast dunkelt, also es ist schon fast dunkel draußen. Und ja, ich komme von der Arbeit und muss jetzt, ich war heute nämlich tatsächlich im Büro und muss jetzt noch das Video aufnehmen und es ist ja wie gesagt schon fast dunkel, deswegen musste ich hier so viel Licht anmachen, dass es hell genug ist und ja, wenn ich die Brille ausziehen würde, dann wäre es vielleicht besser, aber dann wäre ich blind, also nicht blind, aber ne, da würde ich sehr, sehr wenig sehen und müsste immer so ganz nah dran. Wenn es mich stört, werde ich vielleicht zwischendurch mal ausziehen, mal gucken. Eine Maßnahme wäre natürlich, Kontaktlinsen anzuziehen, wie ich das mal im Park mache. Aber jetzt für ein Video, für eine halbe Stunde Kontaktlinsen anzuziehen, ist auch ein bisschen Verschwendung, finde ich. Aber ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Ja, was habe ich denn so gekauft im November? Einige Küchenutensilien bei Primark. Ein neues Buch. Ja, was soll ich sagen? Spirit-Jerseys? Jerseys, Mehrzahl? Ja, eine neue Tasche, neue Ohren, ja, wieder alles mögliche dabei. Und ja, ich freue mich jetzt, euch die Sachen zu zeigen. Übrigens, neu bei meinen Haul-Videos, ich habe jetzt Timestamps. Wenn es euch noch nicht aufgefallen ist, beim letzten Video habe ich das schon eingefügt. Das bedeutet, wenn, ja, es gibt sozusagen Kapitel in meinem YouTube-Video, in den Hauls, wo ich dann unten bei der Zeitleiste die Firmen reinschreibe oder die Shops, wo ich was gekauft habe. Das heißt, wenn ihr sagt, puh, Primark interessiert mich nicht, skippe ich, könnt ihr unten in den Timestamps einfach dann machen. Dann ja, ist ein bisschen einfacher für euch, den Überblick oder ne, wenn ihr nicht alles sehen wollt, wo es nicht alles interessiert, könnt ihr dann was skippen. Das ist jetzt neu bei den Hauls. Ich weiß nicht, ob ich das bei den Vlogs auch einführen soll. Könnt ihr gerne mal unten kommentieren, ob euch das helfen würde. Aber Vlogs sind halt immer so wuschig, ne? Also hier und da und hier, durch weil irgendwie eine Show ist oder, keine Ahnung, ein Restaurant. Das könnt man natürlich machen mit Timestamps. Aber ihr könnt ja gerne unten mal kommentieren, ob das für euch interessant ist, relevant, nutzt ihr das überhaupt. Ja, würde mich gerne mal interessieren, eure Meinung. Dann geht's los mit Primark und den Küchenutensilien. Ich habe ja schon im letzten Haul ein Waffeleisen gezeigt. Was soll ich sagen? Es gibt ein zweites Waffeleisen. Und zwar das von letztes Mal, das hat ja das Muster von der belgischen Waffel, also innen drin so Kistchen und halt in Mickey-Shape. Und jetzt hier hat man genau das Mickey-Gesicht in der Waffel. Genau. Ja, deswegen wollte ich das auch noch haben, weil ich das auch cool finde. Und man kann ja jeweils nur eine Waffel backen. Und jetzt kann man halt eine Waffel backen in der einen Mickey-Form und eine Waffel backen in der anderen Mickey-Form. Ist natürlich praktisch. Man braucht keine zwei Waffeleisen, aber wenn sie Mickey-formt sind, dann braucht man zwei Waffeleisen. Ich muss noch gucken wegen dem Platz, weil ja, ich muss jetzt das alte Waffeleisen erstmal also nicht entsorgen, sondern weitergeben. Die müssen in die Abscheckkammer und naja, das hat 35 Euro gekostet. Dann ein zweites neues Küchengerät. Also demnächst besteht meine Küche nur noch aus Mickey-shaped Dingen. Ein Toaster. Ich habe zwar einen sehr guten Toaster von Philips, aber der kann kein Mickey reinbrennen. Deswegen wird der alte Toaster von Philips weitergegeben. Den brauche ich. Ich brauche ja keine zwei Toaster, obwohl ich zwei Waffeleisen habe. Aber die kann ja auch Mickey. Also wenn der andere auch Mickey könnte, dann wäre es ein Argument, ihn zu behalten. Aber er kann kein Mickey. Und deswegen, ja, ist der jetzt bei mir eingezogen, hat 25 Euro gekostet. Auch nicht günstig für einen Toaster, finde ich. Aber der kann jetzt sogar Mickey. Und was ich jetzt vor kurzem gesehen habe, es gibt jetzt noch einen Sandwichmaker mit Mickey. Hat man jetzt in Val d'Europe gesichtet.
kommt bestimmt auch noch zu uns nach Deutschland. Und ja, den werde ich natürlich auch wahrscheinlich haben wollen. Vielleicht seht ihr den dann schon im Dezember-Haul, wenn wir den bis dahin ergattert haben, den Sandwich-Maker. Ich habe natürlich auch einen guten Sandwich-Maker von Krups. Ist ja nicht so, dass ich keinen hätte. Aber, wie gesagt, der können kein Mickey-Shaped. Das stimmt ihr mir dazu? Also bitte unterstützt mich in meiner Craziness. Es hört sich einfach echt blöd an. Aber naja, irgendwann, wenn ich Kinder haben sollte, werden sie sich auf jeden Fall freuen über Toast mit Mickey drauf und Sandwiches und Waffeln und so. Also bin ja schon mal gut ausgestattet. Dann geht's weiter mit Primark. Und zwar hat die liebe Joy mir einmal diesen Zug hier mitgebracht. Der hat 12 Euro gekostet. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht ausgepackt. Der wird jetzt, Gott, kommt jetzt auch irgendwo noch zur Weihnachtsdeko dazu. Ich habe halt auf den Haul gewartet. Bei mir steht ja schon über die Weihnachtsdeko. Das Video habe ich auch. Ist Moons Magical Vlog. Verlinke ich euch gerne bei dem i. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wie meine Wohnung jetzt dekoriert aussieht. Und es kommt die Tage noch ein Video, wie ich meinen Weihnachtsbaum aufstelle. Das mache ich nämlich auch noch. Ja, dann gab es noch ein Deko-Stück. Und zwar hier diesen Countdown, Christmas Countdown, fand ich ganz süß, das kleine Häuschen, ist nicht so groß, hat auch nur 8 Euro gekostet, ja, finde ich süß und kann ich jetzt auch endlich mal nutzen. Und dann gab es noch zwei Kleidungsstücke, also ja, es sind Kleidungsstücke bei Primark, und zwar die Brina hat mir einmal diese Hose mitgebracht, also ich finde das Design ja richtig geil, ne? Also Christmas schreit, die Hose schreit ja Christmas. Ist halt so eine Leggings, die zeige ich auch jetzt nicht im Try-On. Ist halt eine, die werde ich wahrscheinlich nur zu Hause anziehen. Ich hatte auch kurz, als ich sie auf dem Foto gesehen habe, überlegt, ziehst du die jetzt im Disneyland an und drüber irgendwie einen, so einen schlichteren Pulli, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen too much und dafür habe ich nicht, meine Beine sind dafür nicht schlank genug. Also ich sage jetzt nicht, dass ich dick bin, aber das Muster schmeichelt ja jetzt nicht einem, dem Bein, dass es noch dünner aussieht, würde ich mal sagen. Aber ich finde es trotzdem mega cool. Deswegen auf jeden Fall für zu Hause. Einmal, was hat das denn gekostet? Ist kein Preis mehr dran. Doch, doch, 14 Euro. Einmal in Rot. Und dann nochmal, weil es mir so gut gefallen hat, in Weiß-Rot. Hat, glaube ich, auch 14 gekostet. Ja, genau, auch 14 Euro. Ja. Also ich finde die wirklich richtig cool und für zu Hause. An Weihnachten oder in der Erdinger Therme, wenn es klappt, zum Chillen, sind die wirklich richtig süß. Kommen wir zu einem Buch, welches ich mir bestellt habe, und zwar das Walt Disney World Buch zum 50. Geburtstag. Es ist richtig dick und schwer. Ich habe es bei Bücher.de bestellt. Ich musste tatsächlich 4 Wochen warten. Also ich habe es schon vor über 4 Wochen bestellt. Und ja, jetzt ist es angekommen. Es hat ein bisschen länger gedauert. Ist natürlich, die Nachfrage ist groß nach diesem Buch. Man sieht es auch überall auf Instagram. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. Müsste ich jetzt in meiner Mail nachgucken. Könnte um die 40, 50 Euro gewesen sein. Aber so Bücher, ne, sind halt auch teuer. Passt natürlich zu meinem Trip im Januar, der hoffentlich auch stattfinden wird. Und ja, da sind halt alle möglichen Geschichten von ja, Disney World drin. Ich habe noch nicht mal wirklich richtig Zeit gehabt, reinzugucken, aber ich finde es schon eine coole Sache und bin froh, jetzt das Buch auch zu haben. Ja, gefühlt ist es jetzt zum Dauerbrenner geworden, aber in jedem Haul zeige ich euch neue Pampling-Sachen. Aber jetzt habe ich auch ein neues Paket von Pampling bekommen und die Sachen möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Vielen Dank erstmal für das Paket an Pampling. Ja, ich habe einmal hier dieses Bella Notte Susi und Strolch T-Shirt bekommen. Ich habe es mir ausgesucht, so muss man sagen. Ich habe mich schon nichts mit Susi und Strolch und ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem ein richtig cooles Foto hochgeladen auf Instagram. Ich verlinke euch gerne auch, also ich zeige, ne, hier seht ihr mal meinen Instagram-Namen. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, gerne auch da folgen. Da habe ich ein richtig cooles Foto hochgeladen mit einer Spaghetti und mit dem T-Shirt und so. Also schaut gerne mal rein. Das ist übrigens Unisex und die bestelle ich in der Größe M. Also es gibt ja Unisex-T-Shirts und es gibt die taillierten Damen-T-Shirts. Und die taillierten Damen-T-Shirts würde ich euch empfehlen, mindestens eine Nummer größer, wenn nicht sogar zwei. Also ich trage ja normalerweise L und ja, sollte eigentlich auch XL bestellen, aber ich habe diesmal L bestellt. Ich dachte, ich trage eine M, aber nein. Eine M in Unisex.
keine Ahnung, frag nicht. Aber sie passen mir trotzdem, aber ich mag es halt auch ein bisschen lockerer. Ne? Also wer es ein bisschen lockerer mag, auf jeden Fall ein bis zwei Größen größer bestellen. Ja, und dann gab es hier diesen coolen Elsa-Hoodie. Den hatte ich im Phantasialand bereits an und den habe ich in S bestellt, weil die Hoodies auch unisex sind, also auch für Männer und Frauen geeignet. Deswegen ja, einmal in Größe S, den Hoodie. Ja, dann einmal Damen-T-Shirt mit Stitch und einem Starbucks, also Starbucks-Kaffee. Es sieht halt aus wie ein Starbucks-Kaffee, aber es steht kein Starbucks drauf, sondern es steht Ohana-Kaffee drauf. Habe ich jetzt in L bestellt, was auch meine Größe ist. Aber ja, wie gesagt, ich würde es euch eine Nummer größer empfehlen. Dann einmal mein Mando, This is the Way, mit einem kleinen Baby-Yoda hier in der Ecke versteckt. Da seht ihr ihn. Ach ja, mein Baby Yoda. Ja, This is the Way als Hoodie. Gibt es natürlich alle Designs. Gibt es als T-Shirt, als Hoodie. Manchmal auch als Longsleeve. Ich kriege jetzt auch demnächst wieder ein Paket. Da habe ich jetzt Longsleeves bestellt. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Dann einmal noch ein Mando T-Shirt mit. Das finde ich auch richtig cool. Rock is the Way. Da ist auch Baby Yoda drauf. Und Mando macht hier dieses Zeichen. Ne? Ist auch ganz witzig gemacht. Und dann nochmal das Stitch-T-Shirt, Stitch-Motiv als Hoodie. Und hier seht ihr halt, ne, ihr könnt dieses Motiv auch als Handyhülle bestellen, als Poster, als Jumper, also als Hoodie oder halt als T-Shirt, was euch gerade in den Kram passt. Und ja, jetzt für den Winter habe ich Stitch mit als Pulli und für den Frühling oder Sommer habe ich dann nochmal das Stitch-T-Shirt. Und ja, wenn ihr auch mal beim Pampling vorbeischauen wollt, vergesst meinen Code nicht zu benutzen, MoniMaus20. Ich packe euch auch nochmal den Link und auch den Code unten in die Infobox. Und mit meinem Code bekommt ihr nämlich bekommt ihr ein paar Socken gratis. So, ja, also schaut gerne mal bei Pampling vorbei. Alle Informationen findet ihr unten in der Infobox. Achso, noch was zu ergänzen zu Pampling. Die haben jetzt auch ganz, ganz tolle Christmas-Motive. Also wenn ihr noch was für Weihnachten braucht, die haben ganz tolles auch Mando-Weihnachtsmotiv, Stitch-Motiv. Ich bekomme das Paket in den nächsten Tagen tatsächlich. Also schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei, das zeige ich dann in der Story. Und dann seht ihr es im Dezember-Haul, aber dann im Januar. Also ist dann schon zu spät für Weihnachtsgeschenke. Also Instagram reinschauen oder direkt bei Pampling und dann bestellen. Ja, kommen wir zu einer EMP-Bestellung. Ich habe ja wirklich sehr, sehr lange, also ich bestelle in letzter Zeit nicht so viel bei EMP. Ich versuche mich da echt zurückzuhalten, aber jetzt bei den Sachen konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Und jetzt auch bei den Black Week Days, was auch immer, Wochen, konnte ich mich auch nicht zurückhalten. Da habe ich echt gute Angebote gefunden. Ich weiß nicht, ob ich alles behalte, aber das seht ihr dann auch im Dezember-Haul, was ich behalten habe. Was ich mir im November bestellt habe, und darüber bin ich wirklich sehr glücklich. Leider einen Tag zu, also es kam online, als ich gerade auf dem Weg ins Disneyland Paris war, Anfang November. Und ich war ein bisschen, ja, enttäuscht, weil ich hätte es gern schon dabei gehabt. Ich hatte nämlich keine Weihnachtsumhängetasche. Das ist meine erste Weihnachtsumhängetasche und ist die nicht süß. Daniel hat gesagt, das sieht aus wie eine Kindergartentasche, aber nein. Ich finde sie total süß mit Mickey und Minnie als Schneemann. Drin sind hier so ein paar ja, Schneebälle, die bewegen sich auch, wenn man die Tasche bewegt. Aber ja, sind trotzdem relativ fest. Von Loungefly, ist auch relativ groß, finde ich. Passt viel rein, so ne Handy, Geldbeutel, ein paar Taschentücher. Ja, und richtig süß. Dazu zeige ich euch später auch noch den Spirit Jersey. Ja, und dazu gab es noch die... Achso, was das gekostet hat. Muss ich nachgucken. Und dazu passend die Ohren. Also, sind die nicht süß? Sind die nicht super süß? Ja, die werde ich auf jeden Fall zum Fotoshooting mitnehmen. Wir haben nämlich ein Christmas-Fotoshooting mit der lieben Nina. Und das kommt auch noch, das Video, in den nächsten Tagen online. Und ja, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen mit der Tasche und dem Spirit Jersey, den ich euch gleich zeige. Aber ich gucke jetzt mal, was es alles gekostet hat. Habe ich nämlich, also die Ohren waren auf jeden Fall, glaube ich, 30 Euro. Und dann gibt es ja immer den Code von Daniel, Disney Parks and More. Da spart ihr 15%. Ja, Werbung, aber unbezahlt, ne? Daniel bezahlt mich nicht dafür. aber ich nutze immer seinen Code, also Disney Parks and More. Und dann bekommt ihr 15% auf jede Disney EMP-Bestellung. Aber ich gucke erstmal, was ich hier... für die Sachen bezahlt habe.
Also mit Deines Rabatt habe ich für die Ohren 25,49 bezahlt und für die Tasche habe ich dann 50,99 bezahlt mit 15% Rabatt. Und es gibt auch noch eine ganz tolle andere Tasche, die mir gefällt. Also kein Rucksack, sondern diese Gingerbread-Tasche gefällt mir auch sehr gut. Die Gingerbread-Ohren habe ich tatsächlich jetzt bei den Black Weeks sehr, sehr günstig ergattert mit Rabatt und so. Aber seht ihr dann alles im Dezember-Haul. Ja, und kommen wir zu Shop Disney und meinem Verderben jeden Monat. Also, was ich ja gut finde, ist, dass sie immer mehr amerikanisches Merch reinbringen. Diese Holiday Lodge Kollektion, jetzt zu Weihnachten, immer mehr amerikanische Spirit Jerseys und auch Ohren aus Amerika. Es ist aber nicht so gut für meinen Geldbeutel, muss ich sagen. Also, ja, was soll ich sagen? Es gibt sogar drei Spirit Jerseys. Ich dachte, das wären nur zwei, aber nein, es sind drei, die ich euch zeige. Ein paar Ohren. Jetzt muss ich erstmal alles hier rausholen. Ich habe nämlich so eine Tasche noch dazu bestellt. Erstmal alles rausholen und dann zeige ich euch die Sachen. Einiges dabei. Ja, ich glaube vier paar Ohren, drei Spirit Jerseys. Aber ich habe einen Insta-Sale gemacht. Kann ich mich damit entschuldigen, dass ich wieder neue Spirit Jerseys gemacht habe? Ich habe auch einen wieder aussortiert. Es kommen prozentual mehr dazu jeden Monat, als abgehen. Aber ich muss sagen, ich hänge auch an diesen Dingern. Also ich gucke mir den dann genau an und denke mir, kannst du den jetzt verkaufen oder nicht? Und ich finde die einfach so schön. Und mein Herz würde bluten, wenn ich einen dieser Jerseys verkaufen würde. Also einen konnte ich dann irgendwann schweren Herzens aussortieren. Der kommt dann noch die nächsten Tage beim Insta Sale, aber also mir würde das Herz einfach bluten, wenn ich meine Spirit Jerseys, meine Sammlung verdünnen müsste. Aber irgendwann habe ich auch keinen Platz mehr, ne? Es ist ein Dilemma mit den Ohren und mit den Spirit Jerseys. Fangen wir an mit dem hässlichsten Teil, was ich mir gekauft habe. Jetzt denkt ihr euch, warum kauft ihr sich hässliche Sachen? Es gehört halt zur Kollektion. Ich habe ja die Castle Collection kam raus von Merida. Und ihr wisst ja, ich habe ja den Rahmen und dazu brauche ich ja den Pin. Damit der Rahmen vollständig wird. Ja, da ist er. Der hässlichste Pin von den ganzen Schlössern. Also für mich sieht er aus wie ein Silo. Ist halt eine Burg. Aber ich finde es überhaupt nicht schön. Ich zeige euch auch gerne nochmal das Innere. Aber das ist wirklich, naja, was soll man sagen? Hat mich trotzdem 25 € gekostet, plus Versand, weil ich nichts anderes bestellt habe. Aber als nächstes, und das ist das letzte Schloss, ist die Schön und das Biest. Und da überlege ich mir auch tatsächlich, das große Schloss zu kaufen. Ich muss aber mal schauen, wie es auf Bildern aussieht. Aber ich bin ja ein großer Schön und das Biest-Fan. Aber ich muss mal schauen. Ja, machen wir weiter mit diesem Buch. Und zwar ist es ein Notizbuch, ein großes Notizbuch mit ganz, ganz vielen leeren Seiten. Und die Geschichte hinter diesem Notizbuch ist, es gab ja eine neue Make-A-Wish-Kampagne mit der Geschichte der kleinen Lola. Also letztes Jahr war es ja die kleine Lola mit ihrer Oma. Und die Lola hat jetzt ihre eigene Familie mit zwei Kindern und ist aber eine Patchwork-Familie, da kommt ein neuer Freund dazu, Kurzfassung. Und da spielt dieses Buch eine ganz, ganz große Rolle. Da kommen dann so Disney-Figuren raus. Wieso ist mein Handy nicht lautlos, wenn ich anfange zu filmen? Immer dasselbe Spiel. Ich vergesse es einfach. Ich bin kein Mensch, der mal sein Handy lautlos lässt. Ich weiß, sonst bekomme ich nichts mit. Also, genau, das Buch spielt da eine große Rolle. Da kommen die Disney-Figuren raus. Ist ganz magisch. Und ja, hier vorne sieht man auch nochmal ein Bild von der Familie. Genau. Ja, deswegen habe ich es mir gekauft, weil es halt an diese Make-A-Wish-Kampagne erinnert. Ich bin ja auch Teil der Make-A-Wish-Kampagne und deswegen wollte ich es auch unbedingt haben. Als was ich es nutzen werde, ob ich es jemals nutzen werde, weiß ich nicht. Es ist halt schön anzusehen. Es ist wirklich sehr schön. Vielleicht irgendwann mal für irgendwelche Erinnerungen auch aus meines späteren Lebens.
mit Kindern oder so. Vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich stelle es erstmal ins Regal und das ist erstmal schön anzusehen. Was hat es gekostet? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es ist auch gerade reduziert, habe ich heute gesehen. Aber ich schaue gerne mal nach, was es gekostet hat. Der Originalpreis war 36 Euro, aber ich habe auf jeden Fall 20% Rabatt bekommen. Ja, aber der Originalpreis war 36 Euro und jetzt kostet es nur noch 18 Euro. Also wenn ihr es nachbestellen wollt, ist es jetzt um die Hälfte günstiger. Ja, 36 Euro finde ich auch echt viel für so ein Notizbuch. Aber hier ist auch irgendwo eine Hidden Mickey. Da. Ein Hidden Mickey. Ja, es ist trotzdem schön und das erinnert mich halt an diese Kampagne und Teil der Kampagne zu sein. Dann die Jerseys zeige ich euch zum Schluss, würde ich sagen. Ja. Dann gab es jetzt bei den Black Days einmal für mich Forky. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, was ich alles dafür bezahlt habe. Ich sage euch am besten die Originalpreise, aber es gab irgendwie immer jetzt 20-30%, manchmal nur noch die Hälfte. Ja, schwierig zu sagen jetzt für mich, was am Ende gekostet hat. Deswegen sage ich euch die Originalpreise. Also Forky hätte 15,90 Euro gekostet. Und das Coole an Forky ist, es ist ein Schulter-Forky. Das heißt, ihr könnt euch den hier so auf die Schulter setzen. So, irgendwie. Genau. Warum ich mir den gekauft habe, ich habe mir tatsächlich das Stitch by Loungefly Toy Story Set gekauft. Das kommt jetzt auch in den nächsten Tagen oder Wochen. Das seht ihr dann im Dezember-Haul. Und es gibt es tatsächlich online nicht mehr. Also es war wirklich ein, zwei Tage, bevor wir bestellt haben, ist es dann offline gegangen. Also ausverkauft. Ich weiß nicht, aber sie haben es halt runtergenommen von der Seite. Und es gab es nicht. Also ich hatte echt Glück, das noch bestellt zu haben. Und deswegen Forky für das Outfit. Und das wollte ich tatsächlich auch nach Walt Disney World nehmen, um es in den Hollywood Studios zu tragen. Denn ja, da gibt es ja diesen Toy Story Teil und das wird perfekt dazu passen. Ja. Machen wir weiter mit einem Schlüssel, den es gratis dazu gab diesen Monat. Und zwar den Make-A-Wish-Schlüssel. Der ist auch wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja, da seht ihr Mickey und Minnie drauf. Ja, die fahren ja im Spot auch Schlittschuh. Und das ist so die Szene, die auf dem Schlüssel ist. Mit ganz vielen Schneeflocken. Und ja, also finde ich finde den Schlüssel wirklich sehr, sehr schön, sehr weihnachtlich. Und da steht auch nochmal, from our family to yours. Und dieses Buchcover ist ja auch nochmal ein bisschen abgebildet. Dann kommen wir zu den Ohren, die ich bestellt habe. Und zwar 4 Stück. Alles irgendwie mit Rabatt, außer ich glaube, die Ohren, die sind ohne Rabatt gewesen. Die haben 30 Euro gekostet und sind von der Walt Disney World Kollektion. Es gab auch einen Rucksack, aber ich habe es ja nicht so mit den Loungefly-Rucksäcken. Diese Dinger muss ich auch sofort abschneiden. Die macht mich wirklich wahnsinnig, wenn ich das anziehe. Und ich dachte gemeint zu lesen zu haben, dass diese leuchten. Aber sie leuchten nicht, sie funkeln nur. Sehr schön, ich ziehe es auch gern mal alle für euch an. Mit Fax. Oh, ich hasse es. Also warum Disney, warum? Ja, einmal die Ohren und ich finde die echt, die sparkeln sehr, sehr schön. Ja, also einmal die Ohren für 30 Euro. Dann gab es hier diese Ohren. Andersrum, so sind sie schöner. Die haben original eigentlich, haltet euch fest, 42 Euro gekostet. Also die sind von Spirit Jersey. Also Loungefly ist jetzt auf den Ohrenmarkt gestiegen und auch Spirit Jersey. Weil sie sehen, ne, es läuft. Und Spirit Jersey hat jetzt diese Ohren rausgebracht, passend zum Christmas Jersey. Den ich euch, glaube ich, auch noch zeigen werde gleich. Ich weiß nicht, ob es der passende dazu ist, aber die passen ja auch zu irgendwie allen Spirit Jerseys. Aber ich habe es tatsächlich im Angebot gekauft und habe nur 29 Euro bezahlt. Ja. Und auch ohne Schleife. Die sind wirklich süß. Ich glaube, das sind die passenden. Ja, ja, das sind die passenden zum Jersey, den ich euch gleich zeige. Ja. Auch very cute. Noch ein paar Weihnachtsohren von Loungefly sind hier die Mickey Ohren. Originalpreis war 30 Euro, aber ich habe, glaube ich, auch irgendwie, keine Ahnung, unter 20 jetzt bezahlt, wie gesagt, mit den ganzen Rabatten. Ja, sehen so aus. Auch wirklich cute. Aber ich muss jetzt auch sagen, ich habe echt genug Weihnachtsohren. Ich muss auch wieder aussortieren. Too many Christmas Ears. Sind dann wieder dazugekommen. Also demnächst gibt es wieder auf jeden Fall ein Insta-Sale. Auf jeden Fall noch vor Weihnachten.
Ja, und last but not least sind, also die finde ich ja mega cool, ne? Also diese Ohren, die sind auch, glaube ich, mittlerweile ausverkauft. Wie immer packe ich euch ja alle Links unten in die Infobox, wenn ihr was nachkaufen wollt. Aber ich glaube, die sind tatsächlich schon ausverkauft. Die waren relativ schnell ausverkauft. Und das ist immer das Problem. Wenn man nicht sofort bestellt, also die habe ich zum Beispiel sofort bestellt, mit den Ohren zum Beispiel, ne? Und dann hatte ich, glaube ich, dann hatte ich noch irgendwie einen Gutscheincode und dann haben die mit Rabatt dann 35 gekostet plus die. So, dann gab es ein paar Tage später ein anderes Angebot, wo die jetzt nur noch 29 Euro gekostet haben, aber die gab es nicht mehr. Das heißt, ist natürlich doof, aber wenn jetzt so viele Angebote hintereinander kommen, habe ich jetzt die natürlich für 35 Euro wieder zurückgeschickt, die behalten und die für 29 behalten. Ne, ist ein bisschen kompliziert, aber das ist das Problem bei Shop Disney. Man weiß nie, ob es länger bleibt oder sofort ausverkauft ist. Und bei denen war es halt, dass sie sofort ausverkauft war. Aber ich finde die tatsächlich sehr schön, muss ich sagen. Ich liebe Christmas-Ohren. Die Christmas-Season ist auch viel zu kurz für mein Empfinden, muss ich sagen. Könnte auch ein bisschen länger sein, so wie die Halloween-Season. So, ja, jetzt kommen wir noch zum Schluss. Ah ne, jetzt kommen noch die Tasche und dann die Spirit Jerseys. Meine Highlights zum Schluss. Ja, diese Tasche gab es, die kostet eigentlich 30 Euro, aber da gab es ein Angebot jetzt, habe ich die für 15 gekauft. Irgendeiner hat mir auf Instagram geschrieben, die gab es jetzt auch vor ein paar Tagen gratis zu irgendwelchen Verkaufswert. Und ich muss sagen, ich finde die echt cool. Also für 30 Euro finde ich ein bisschen viel, aber für 15 Euro, die hat innen auch so eine kleine Tasche, hat so einen Knopf hier, kann man zumachen. Passt gut zu Weihnachten, passt viel rein. Also irgendwie, keine Ahnung, wenn man im Park unterwegs sein will oder so. Ja, also richtig schöne Tasche, lange Henkel, kann man sich auch umhängen. Ja, für 15 Euro. Und ja, dann kommen wir zu den Spirit Jerseys. Einmal der hier. Das ist die heißt irgendwie auch mit irgendwas, das ist auch eine Weihnachtskollektion. Da gibt es auch ganz viele weiße Artikel jetzt bei Shop Disney zu kaufen, aber ich habe den Namen vergessen. Was mit Sparkle oder Frozen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall gibt es dazu eigentlich auch in Amerika Flauscheohren. Ich hoffe ja immer noch, dass die online kommen irgendwann bei Shop Disney. Aber der ist auch wirklich sehr schön. Unten Gold und hat so einen ganz leichten Roseton. Und hinten in Gold steht Disneyland Resort. Ich finde jetzt nicht, dass der unbedingt Weihnachten schreit. Ich finde den auch, den kann man auch so gut tragen. Klar, es ist halt Gold, aber würde ich jetzt auch nach Weihnachten tragen. Kosten 65 Euro. Ja. Dann den Jersey. Auch für 65 Euro. Und das ist der passende zu den Ohren, weil wo haben wir es? Wo haben wir sie denn? Ja, da sieht man es. Da oben habt ihr diesen Mickey. Seht ihr den? Und da ist er auch auf dem Jersey vorne drauf. Deswegen sind das die passenden Ohren zu diesem Spirit Jersey. Kann man natürlich auch anders kombinieren. Und hinten steht Seasonal Greetings. Und ich finde den richtig schön. Ich hatte ihn noch nicht an. Ich freue mich, den anzuziehen. Und last but not least, den schönen Spirit Jersey. Ich finde, da passen die Schneemänner super dazu. Obwohl jetzt keine Mickey nicht als Schneemann drauf ist, aber Mickey auf im Schnee mit Minnie und Pluto und Goofy und alle möglichen. Donald ist drauf und Chip und Dale und... Ach, jetzt ruft mein Freund an. Ja, das, was gerade gebimmelt hat, war mein Tablet. Das habe ich nicht lautlos gestellt und das klingelt immer noch, wenn mein Freund über Skype anruft. Ich habe ihm gesagt, er hat mein Video gecrashed. Also blame on him. Wo war ich? Bei dem wunderschönen Spirit Jersey. Der hat auch 65 Euro gekostet und hinten steht Snow Much Fun. Also von So Much Fun auf Snow Much Fun. Ich finde ihn wirklich wunderschön und ja. Mittlerweile habe ich aber auch genug Spirit-Jerseys zu Weihnachten, aber keine Ahnung. Ich kann da irgendwie nie genug sagen, nie Nein sagen, nie genug haben, so rum. Ja, das war mein November-Haul. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat von den ganzen Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe. Und ja, in den nächsten Wochen geht es auch hoffentlich turbulent weiter. Nächstes Wochenende wollten wir in Europa-Park für einen Tag am Samstag. Am 11.12. Am 18.12. geht es für einen Tag ins Disneyland Paris. Crazy.
und dann zurück und dann am 21. und 22. nochmal mit der Nina ins Disneyland Paris für Illuminations. Das heißt, ich komme am 19. irgendwann nachts zurück, 20. muss ich noch arbeiten und ab 21. habe ich halt Urlaub und dann geht es nochmal ins Disneyland und ab 23. dann direkt nach München zur Erdinger Therme und dann direkt nach, in die Schweiz. Also viel, viel los in den nächsten Wochen und ich hoffe, das klappt alles so wie geplant. Ist auch schon gefühlt übermorgen Weihnachten. Also ich finde, die Zeit rennt so schnell im Dezember. Dann ist schon ein neues Jahr und dann ist Januar und dann fliege ich auch schon nach Walt Disney World. Drück mir die Daumen, dass alles klappt. Ja, also das war's mit meinem Haul. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!